Wien ist nicht ganz billig. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Stadt in einem Tag um nur 0 Euro erleben kannst. Nämlich vom Sightseeing über Essen und Trinken bis zu coolen Events. Alles gratis. Hi, ich bin Grete. Ich bin Fremdführerin in Wien und ich mache Videos für Wien-Besucher und Wien-Entdecker. Fangen wir gleich mal mit dem leiblichen Wohl an. Wenn du nach Wien kommst, nimmst du am besten eine Trinkflasche mit. Du kannst nämlich ganz einfach das Leitungswasser trinken. Das hat hier wirklich hohe Qualität und wird aus den Bergen über Leitungen nach Wien geliefert. Die Stadt Wien hat kostenlose Trinkbrunnen, wo ihr eure Wasserflasche auffüllen könnt. Die können mal so oder mal so aussehen. Bei diesen Exemplaren kannst du dich im Sommer auch mit einem Sprühnebel erfrischen. Wo sie genau sind, findest du in der App der Stadt Wien und im Online-Plan der Stadt Wien. Trinken ist erledigt, fürs Essen habe ich zwei Tipps für euch. Der erste ist foodsharing.at. Hier werden Lebensmittel gerettet, bevor sie verderben. In sogenannten Fair-Teilern, das sind öffentlich zugängliche Kühlschränke, finden sich gespendete Lebensmittel. Diese können gratis entnommen werden und werden so vor dem Mistkübel gerettet. Eine Karte mit einer Übersicht über die Verteiler findet ihr unter www.foodsharing.at/karte. Und noch ein Hinweis, Fairness ist angebracht, bitte entnehmt nur so viel, wie ihr selber braucht. Der nächste Tipp ist das pakistanische Restaurant Divan. Theoretisch könntest du hier um 0 Euro essen. Wenn man es ganz genau nimmt, ist das Essen aber nicht gratis, denn du zahlst so viel, wie das Essen deiner Meinung nach wert ist. Alle genannten Links und Tipps habe ich in einem Blogbeitrag auf meiner Website www.gretewalz.com für euch zusammengefasst. Den direkten Link findet ihr in der Videobeschreibung. Sehen wir uns als nächstes an, wie man von A nach B kommt, ohne einen Euro auszugeben. Für die Innenstadt ist meine Empfehlung, einfach zu Fuß zu gehen. Die Strecken sind wirklich überschaubar und ihr bekommt den Flair der Stadt am besten mit. Wenn eure Strecke ein bisschen weiter ist, dann habe ich einen Tipp für euch. Meldet euch für die Citybikes an. Das ist ein Leihradsystem, bei dem ihr in der ersten Stunde kostenlos fahrt. Das könnt ihr beliebig oft wiederholen. Wenn eure Fahrt immer unter einer Stunde bleibt, radelt ihr also gratis durch Wien. Wie das mit den Citybikes genau funktioniert, habe ich bereits in einem eigenen Video unter die Lupe genommen. Ich verlinke es hier und in der Videobeschreibung. Wenn du das Video informativ findest, würde ich mich übrigens sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Gratis Sightseeing. Zu jedem Städtetrip gehört Sightseeing dazu. Auch hier gibt es in Wien mehrere Möglichkeiten. Die erste, ihr schaut in meinem Kanal, da gebe ich Tipps für Spaziergänge in Wien, zum Beispiel zu kostenlosen Sissi-Sehenswürdigkeiten. Ich verlinke es euch gleich hier und in der Videobeschreibung. Wenn ihr lieber an einer Sightseeing-Tour teilnehmen möchtet, könnt ihr euch für eine Free-Tour anmelden. Hier gibt es mehrere Anbieter in Wien. Die Tour selber kostet nichts, es wird allerdings erwartet, dass ihr Trinkgeld nach eigenem Ermessen gebt. Meistens ist es zwischen 5 und 15 Euro. Oder ihr erkundet die Stadt auf eigene Faust und bummelt durch die wunderschöne Innenstadt. Ganz ehrlich, das würde ich sowieso in jedem Fall empfehlen, egal ob mit oder ohne Geld. Und wenn ihr dort unterwegs seid, vergesst nicht die Parks entlang der Ringstraße wie Burggarten, Volksgarten oder Stadtpark zu besuchen. Die sind wunderschön gepflegt und laden völlig kostenlos zum Verweilen ein. Auch das Schloss Schönbrunn und dessen weitläufiger Park sollten auf eurer Liste stehen. Für das Schloss selbst müsst ihr zwar Eintritt zahlen, der Park ist aber kostenlos zugänglich. Hast du noch Gratis-Tipps für Wien? Ich freue mich, wenn du die in den Kommentaren teilst. Wenn du jetzt deine schönsten Erlebnisse teilen möchtest und dein Datenvolumen aufgebraucht ist, keine Panik, in Wien gibt es mehrere Möglichkeiten, gratis WLAN zu nutzen. In der ganzen Stadt gibt es Hotspots mit gratis WLAN. Wo diese genau sind, findest du in der App der Stadt Wien. Sehen wir uns jetzt an, was ihr kulturell in Wien unternehmen könnt. Eine Reihe von kleineren Museen könnt ihr in Wien immer kostenlos besuchen. Besonders hervorheben möchte ich dabei das Bezirksmuseum im ersten Bezirk. Das bietet einen guten Überblick über mehrere Jahrhunderte Stadtgeschichte, beginnend mit der Römersiedlung Wien-Dobbona. Viele Museen bieten außerdem am ersten Sonntag im Monat kostenlosen Eintritt. Eine Liste, welche Museen ihr gratis besuchen könnt, findet ihr ebenfalls im Blogeintrag auf meiner Website www.gretewalz.com. Den direkten Link findet ihr in der Videobeschreibung. Bei eurem Wien-Trip solltet ihr auf jeden Fall das Wahrzeichen Wiens, den Stephansdom, besuchen. Ein Teil kann kostenlos besichtigt werden, wenn ihr weiter hinein möchtet, müsst ihr aber ein Ticket kaufen.
außer ihr besucht den Stephansdom, um an einer Messe teilzunehmen. Dann müsst ihr nichts zahlen. Das ist ein besonderes Erlebnis und aus meiner Sicht absolut zu empfehlen. Wenn du dich für Events interessierst, hat Wien auch einige kostenlose Möglichkeiten zu bieten. Es würde dieses Video sprengen, hier alle Events vorzustellen, deshalb drei meiner persönlichen Favoriten. Wenn ihr an einem eigenen Video zu kostenlosen Events interessiert seid, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das Donauinselfest, das ist das größte Musikfestival weltweit mit freiem Eintritt und findet immer in der warmen Jahreszeit auf der Donauinsel statt. Über mehrere Tage werden verschiedene Bühnen bespielt, von Rock bis Pop. Wer es eher klassisch mag, der sollte beim Filmfestival am Rathausplatz vorbeischauen. Hier werden am Abend Opern und Konzerte gezeigt. Auch hier ist der Eintritt kostenlos. Und einmal im Jahr spielt das Orchester der weltberühmten Philharmoniker beim Sommernachtskonzert im Schlosspark Schönbrunn völlig kostenlos auf. Ich wünsche dir mit diesen Tipps viel Spaß beim Erkunden der Stadt!